habe Post bekommen von Amazon. Ja, ich war ein bisschen geschockt, weil ich dachte, okay, das kommt vielleicht so in ein, zwei Pakete, vielleicht auch in drei. Ja, ich habe ganze vier Pakete bekommen. Sie haben im Moment im Angebot 30 mal 40 Bilder. Ich habe gesehen, weil ich meinen Prime mal wieder abgeschlossen habe, habe ich gleich mal gestöbert und habe diese tollen Bilder entdeckt. Verschiedene, die haben noch zig andere Motive, also Unterkategorien. Das ist sozusagen ein Produkt, dann habt ihr verschiedene Bilder darunter und das ist aus verschiedenen Produktseiten. Und ja, ich habe mir ein paar ausgesucht. Es ist leicht eskaliert. Ganz leicht. Es sind insgesamt 7 oder 8 Bilder. Eins kommt gleich noch, ich weiß nicht warum, aber es kommt extra mit DHL. Das ist mit Amazon gekommen und das kommt mit DHL. Hat mich ein bisschen gewundert. Mal schauen. Ich würde sagen, wir packen das erste aus. Es sind richtig coole Bilder. Es hat mir tatsächlich nicht alles zugesagt. Sie haben auch viele Bilder, die ich nicht so schön fand. Muss man schauen. Ich habe mir die besten rausgesucht. Und das Coole ist bei Amazon, wir haben jetzt so viele Pakete, aber wir haben es total einfach, weil wir es einfach aufreißen müssen. Ja, schaut unbedingt rein. Ich werde die Produktseiten verlinken. Nicht die einzelnen Bilder, sondern die, ich sag mal, die Oberkategorie von den Produkten. Und unter der Produktseite seht ihr dann noch viele verschiedene Bilder. Die Bilder haben unschlagbare 1,99 bis 2,99 gekostet. Manche waren auch ein bisschen über 3 Euro. Ich glaube, da ist eins bei, das hat 3,20 Euro oder 3,08 Euro oder so gekostet. Das ist das, was jetzt danach kommt, also nachgeliefert wird mit Amazon. Ja, wir schauen uns die an. Ich bin gespannt auf die Qualität. Bei Amazon habe ich erst zwei Bilder bestellt. Mein allererstes Bild war von Amazon. Zeige ich euch auch nochmal. Genau, das erste Bild habe ich tatsächlich bei Amazon bestellt, weil ich die anderen Firmen alle gar nicht kannte und ich habe es bei Amazon einfach mal in der Suchleiste eingegeben, weil mich das interessiert hat. Ich habe die Anzeige bei Facebook das erste Mal gesehen. Da ging es los und das war 2018. So, wir schauen uns das erste Bild an. Oh ja, das ist ein sehr schönes Bild. Es ist recht dunkel, aber ich finde das mega cool. Es ist ein V mit schwarzem Hintergrund. Was man natürlich machen kann, ist den Hintergrund hier austauschen oder, was auch eine Idee ist, dass man im Hintergrund irgendwie Sondersteine mit einfügt. Da hätte ich auch Lust drauf. Gucken wir mal. Das sind runde Steine. Und es ist ein V. Hier ist nochmal die Itemnummer. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr danach auch gucken. Aber wie gesagt, ich werde die Produkte auch nochmal unten verlinken. Also in die Infobox schreiben. Und das andere Bild, was gleich noch kommen soll, ich musste unbedingt jetzt die Bilder mir anschauen. Ich wollte nicht mehr warten. Und da es die auch im Angebot gibt, dachte ich, dass ich das Video dann gleich einen Tag später hochlade. Also heute haben wir Dienstag. Ich werde es morgen am Mittwoch auf jeden Fall hochladen, dass ihr da mal schauen könnt und noch Angebotsbilder ergattert. Ich weiß nicht, wie lange es die gibt. Die kosten normalerweise so an die 4 Euro und es ist jetzt 55% reduziert gewesen. Wir haben diesen schönen V. Und hier kann man auch schön in diesem Blauton. Was ich cool finde, ist immer bei diesen kleinen Bildern, da kann man gut, wenn man da nicht so eine große Menge braucht, gut seine eigene Kreativität freien Lauf lassen und Sondersteinchen setzen. Zum Beispiel hier bei der 7 gucke ich mal, ob ich da einen schönen Blauton habe. Genau, da müsst ihr einfach mal schauen. Und ich denke mal, da wird man richtig schön was machen. Ich finde, die Blätter sehen auch toll aus. Seht ihr das? Das sieht richtig cool aus. Der Hintergrund ist ein bisschen dunkel, aber ich sehe, wir haben hier einmal eine 3, also die 310 ist das wahrscheinlich. Und wir haben die 8. Also nicht ganz schwarz, sondern wir haben hier tatsächlich verschiedene Töne. Das finde ich super. Ich hatte echt gedacht, dass wir da jetzt ganz viel Schwarz haben. Aber wir haben ja auch dunkelblau ganz viel. Die 3 ist schwarz und 8 ist dunkelblau.
Und ja, es ist 30x40. Es hat runde Steinchen. Wir haben sogar ein Toolkit dabei. Wir haben Zipbeutelchen. Wir haben ein grünes Schiffchen. Wir haben einen Mehrfachaufsetzer sogar dabei. Und ein großes Plättchen Wachs. Wir haben Acrylsteine, ist klar bei dem Preis, aber die sind dann mittlerweile so gut, dass ihr euch da gar keinen Kopf machen müsst. Also 2018 war das schon ein bisschen was anderes, vor allem bei diesen eckigen Steinen. Aber rund ist eh, finde ich immer, ja, da ist eher die Leinwand dann, die nicht stimmt, als die Steine. Also wir gucken jetzt nochmal die Leinwand an. Wir haben hier eine etwas festere Leinwand, aber nicht zu fest. Kennt ihr diese Leinwand? Wir haben hier 22 Farben. Hier natürlich viele dunkle Farben. Wir haben aber schöne Blautöne mit bei. Und ich fand auch hier das die V-Federn hier richtig cool. Das sieht richtig toll aus. Da kann man bestimmt richtig schön Highlights setzen. Und ja, 22 Farben. Rund, der Druck ist in Ordnung. Hier bei dem dunklen Farb, zum Beispiel beim P, hätte man auch ganz gut diese hellen Buchstaben nehmen können. Jetzt beim P, das kann man nicht so gut erkennen. So wie hier hätte man das machen können mit der 2. Das P und das J ist ein bisschen, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Aber der Druck ist keineswegs irgendwie verschwommen oder so. Und da ist er schön hell. Da kann man ihn ganz gut erkennen. Das O, ja, das ist genau dasselbe. Da hätte man auch helle Buchstaben nehmen können. Hier ist das P wieder super. Und hier ist das ein bisschen in dem dunklen Bereich relativ schlecht zu erkennen. Also das sind so das P und das J. Ansonsten kann man... Achso, und das O, genau. Sonst kann man eigentlich alles super sehen. Ich finde das Bild sehr interessant. Ich finde, das leuchtet so richtig förmlich. Richtig cool mit dem Blau. Ja, das gefällt mir. Ich glaube, das hat 1,99 gekostet oder 2,99. Das weiß ich jetzt nicht genau. Wir schauen mal ganz schnell die Steine. Wir haben hier Brauntöne und Blautöne. Oh, wir haben schöne helle Farben mit bei. Das wird richtig schön leuchten, weil wir auch viel dunkel haben. Wir haben hier aber auch nur ein Päckchen, 3757 ist das, glaube ich. Und die 936 haben wir. Die 939 haben wir gar nicht, 310 haben wir noch. Aber hier steht, das ist gar nicht die 310. Hä? Die 3 soll die 310 sein. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Hier steht eine andere Zahl drauf. Hier steht die 3007. Ach, das ist die Bildnummer. Die steht überall drauf. Okay, wir haben hier keine DMC-Nummern noch extra. Die haben wir auf der Legende drauf. Die steht nicht hier drauf. Wir haben hier die Bildnummer. Klar. Wir haben den Blauton und diesen schönen Blauton und wir haben dieses Schwarz hier im Hintergrund. Und sonst haben wir hier auch viele helle Farben mit bei. Und die Qualität der Steine sieht gut aus, vor allem bei dem dunklen. Gefällt mir richtig gut. Und von Weitem seht ihr, wie der V richtig so rauskommt, so richtig leuchtet. So, das war das erste Bild. Das war in einem Karton drin. Dann haben wir hier auch wieder
in einem Karton das ein anderes Bild drin. Da ist auch nur eins drin. Dieses schöne Motiv, auch ein V mit Kirschblüten. Das fand ich so schön. Ich liebe ja Kirschblüten. Ich mag dieses chinesisch angehauchte und Kirschblüten finde ich einfach mega schön. Mit die schönsten Bäume. Ja, kommt ganz gut raus. Mir ist nur aufgefallen hier, das hier ist sehr verpixelt, das Grün. Ich weiß nicht, was das Grüne ist. Ja, wird wahrscheinlich ein Ast sein, aber das ist ein bisschen verpixelt. Vielleicht nehme ich das Grün einfach raus, würde ich sogar sagen. Ja, ich werde das Grüne hier einfach überpainten. Bei dem K, das ist das K. Also der Druck ist noch besser als wie eben. Der Druck ist auf jeden Fall besser. Ja, richtig, weil es auch heller ist, das Bild. Ja, ein richtig, richtig guter Druck. Gefällt mir. Ja, also das, was ich überpainten werde, ist wahrscheinlich der Baum. Und das Grüne, was hier mit drin ist. Da werde ich vielleicht einen schönen blauen Strass auch AB mit reintun. Das wirkt sehr verpixelt. Und hier werde ich einfach den Hintergrund austauschen. Hier werde ich dunkelblau mit reinmachen und hier hellblau. Genau. Und hier mache ich irgendwas schönes Blaues noch mit rein. So, dann haben wir hier 24 Farben. Viele, viele, viele Blautöne. Dieses wunderschöne Bild. 30x40. Die sind alle 30x40. Hier habt ihr nochmal die Itemnummer. Ja, ist okay, die Stärke. Wir haben hier auch, genauso wie bei dem anderen, das habe ich gar nicht gesagt, einen ganz kleinen Rand. Oben und unten. Und an der Seite haben wir ein bisschen breiteren Rand. Die sind alle von der Größe gleich, 30x40. Wir haben hier nochmal Abzüge. Das werde ich aber gleich nochmal nachmessen, würde ich sagen. Nicht bei jedem Bild, aber so bei zwei Bildern. Das Gesicht ist ein bisschen schlecht zu erkennen bei dem V. Ein bisschen verpixelt, aber so von Weitem finde ich das ganz okay. Ja. Vor allem der Baum, der ist so schön, ne? Richtig, richtig schön. So, Steinchen. Wir haben das gleiche Toolkit wie oben so, und noch ein größeres Plättchen hier. Aber kein Mehrfachaufsetzer, dafür haben wir ein größeres Wachsplättchen. Wir haben wunderschöne Farben. Richtig schöne. Hier haben wir noch so einen Türkiston. Ich werde die jetzt nicht alle rausholen. Dafür sind es einfach zu viele Bilder jetzt. Wir haben hier noch so ein Senfgelb dabei. Wir haben diese schöne Kirschblütenrosa. Die Qualität sieht gut aus. Es glänzt schön. Wir haben hier diese auch die großen Beutel. Gefällt mir gut. Wir haben da noch lila Töne, richtig schöne. Und ganz viel Blau. Und dieses Rosa ist auch richtig toll. Das wird auf jeden Fall zur Kirschblüte gehören. Auch ein sehr, sehr schönes Bild. Was ich nur ein ganz bisschen abändern muss. Dann haben wir noch, ich glaube, ist das auch ein Bild oder sind das zwei Bilder? Nee, ist auch ein Bild. Jetzt kommt das Blumige. Ich fand die Seerose, das ist eine Seerose oder diese Blume, die so leicht durchsichtig wirkt, sehr interessant. 30x40. Fantasy-Schloss, okay. Ach, da steht sogar die Firma mit drauf. Kuizien ist das, 5D-Damen-Dekor. Ich habe ein paar mehr Bilder von Kuizien.
Quizen heißt das. Genau. Könnt ihr sonst auch einfach mal eingeben bei Amazon. Da, dieses Quizen. Da sind mehrere Bilder von. Ich glaube 3 Bilder oder 4. So, wo finde ich jetzt hier den Anfang? Wieso haben wir hier keinen Anfang? Huch. Auf der Seite haben wir. Ach, da. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen, sonst habe ich da immer nie Probleme mit, das auszupacken. Oh, da kommt schon mal. Oh, guckt mal. Die bunten Farben kommen da schon entgegen. Wunderschön. Oh ja, das ist schön. Oh, das ist ja cool. Mit dem Schmetterling. Das sieht cool aus. Auch wieder sehr, sehr dunklen Hintergrund. Dadurch wird die Blume umso mehr leuchten. Hier, guck mal, wir haben dieses krasse Grün damit bei. Dieses Gelb, Pink, Orange. Ja, sonst haben wir auch viele gedeckte Farben, Brauntöne. Aber der Schmetterling und dieses, das gefällt mir sehr. Das sieht richtig schön aus. Auch dieses Lila und Blau hier. Seht ihr diesen Verlauf? Ich glaube, das wird auch gut rauskommen. Das wird richtig gut rauskommen. Wir haben hier diesen fotorealistischen Druck mit. Aber wir haben hier eine harte Umrandung. Und durch das Weiß ist auch eine harte Umrandung da. Durch diese Farben in der Blüte wird das richtig schön zu erkennen sein. Das hier erkennt man jetzt nicht. Da kann man auch getrost. Ich glaube, das soll noch ein zweiter Schmetterling sein. Oder die Blüte. Das kann man nicht so erkennen. Das kann man auch gut überpainten. Vielleicht mit dem O und mit dem D. Oder man paintet es einfach so, wie es ist. Hier ist die Blüte, die Knospe noch. Hier unten ist noch ein Schmetterling angedeutet. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Ja, es ist 22 Farben hat das Bild. Und ich glaube, es hat auch 1,99 gekostet. Wir haben hier wieder ein Wachsplättchen. Oh, das ist leider kaputt, das Wachsplättchen. Das wurde hier zerdrückt durch das Schiffchen. Und wir haben hier wieder einen Mehrfachaufsetzer mit dabei. Ja, 22 Farben. Ich finde, der Druck ist auch richtig gut. Ja, auch das J hier ist hell. Also der erste Druck hat mir nicht so gut gefallen. Die Drucke, die sind alle super. So, und hier scheinen zwei oder drei Bilder drin zu sein. Oh, leicht überschätzt. Wenn ich gezählt hätte, dann wüsste ich, dass hier noch 4 Bilder drin sein müssten. Hier sind 4 Bilder drin. Oh ja, richtig cool. Ich bin gespannt. Oh, schön. Wir haben wieder so Kirschblüten und den Mond. Bei dem Mond kann man gut, wenn ihr so ja, Sachen haben wollt, Sterne, Mond, würde ich euch immer empfehlen, was ganz cool ist, AB mit nachtleuchtend. Kriegt ihr bei Pichu zum Beispiel. Da habe ich mir gleich zwei, drei Pakete von gesichert in Rund. Ich werde euch Pichu einmal unten verlinken. Da findet ihr richtig schöne AB und gleichzeitig nachtleuchtend Steine. Habe ich auch schon zweimal verarbeitet und das ist einfach mega cool. Oh ja, das ist schön. Richtig schön, guckt mal. Sieht aus, als würde der Mond grinsen. Seht ihr das? Hier so die Knubbelnase und hier der Smiley-Mund. Wie süß. Oh ja, richtig schön. Cool. Das Motiv gefällt mir mega. Das sind 24 Farben. Wir haben hier einen Hintergrund aus verschiedenen Blautönen. Dunkel, hell, auch nicht alles. Wir haben viel Color-Blocking, ja. Aber wir haben hier auch viel Konfetti bei. Auch hier in den Blüten, in den Blumen, viel O.
und E. Hier ist wieder der Druck ein bisschen schwach. S, E, das ist nicht so gut zu erkennen. Also hier finde ich den Druck wieder ein bisschen schlechter, muss ich sagen. Also klar ist er, aber zum Beispiel das O und hier das U durch dieses fotorealistische und das C, das geht echt ein bisschen unter. Aber er ist nicht verschwommen, das ist wichtig. Ja, bin ich gespannt, wie die Blüten nachher rauskommen. Ob das auch so wirklich nachher gepainted aussieht. Und hier werde ich auf jeden Fall in dem Mond das I austauschen gegen AB mit Nachtleuchtend. Wir haben hier eine Glitzerleinwand und die Leinwand ist noch ein bisschen starrer als die eben davor. Aber ist gar nicht so schlimm. Einmal, wir haben hier gegossen Kleber, deswegen könnt ihr das auch einmal aufwickeln. Am besten macht ihr die Folie wie hier einmal. Befreit ihr das Bild von der Folie und dann, oh, das sieht so schön aus, das Bild. Macht ihr mit einem Gegenstand, ich habe so einen Schaber eigentlich, wollte ich gerade sagen, so einen großen vom Diamond Painting. Hier haben wir nämlich die Wellen drin, seht ihr das? Und durch die Folie kann sich das halt nicht glatt legen. Das ist so ein Kandidat, der definitiv dann unter unseren Teppich kommt für ein, zwei Tage. Aber richtig, richtig schönes Motiv. Gefällt mir mega gut. Auch an der Seite, dass es hier so dunkel ist und dann wird es immer heller und dann ist der Mond. Es sieht aber richtig toll aus. Richtig schönes Bild. Ist bisher jetzt mein Favorit mit dem Faunenbild, mit dem ersten Bild. Obwohl, die Blume sieht auch cool aus, ne? So, dann haben wir hier schöne Farben wieder. Wir haben hier Blautöne ganz viele, dunkelblau. Und wir haben hier Pink natürlich bei und Rot und Rosa für die Blumen. Dann kommen wir zum nächsten wunderschönen Bild. Die sind auch, also es ist alles 30x40 in rund. Und das ist so ein typisches Strandbild, wie ich finde. Hier steht nochmal, das ist von eine andere Firma. Das ist der Strand. Ich wollte gerade Mond sagen, aber es ist trotzdem, glaube ich, die Sonne. Oder ist es der Mond? Nee, das ist auch ein Mond. Oder ist es die Sonne? Nee, das ist ein Mond. Mond, Sonne kann beides sein. Nee, das ist der Mond. Guck mal, hier ist, glaube ich, die Sonne, die gerade untergeht und der Mond ist schon oben. Das ist gerade ein bisschen verwirrend. Also ich glaube, das ist hier der Sonnenuntergang hier und hier ist schon der Mond. Und was ich hier so toll fand, ist dieser regenbogenfarbene Strand und dann das Meer und ja, sieht einfach richtig cool aus. Dieses regenbogenfarbene hat mir sehr gefallen. 22 Farben und das ist auch ganz schön zerknüttelt, aber der Druck ist hier ganz gut. Oder muss ich mich gleich direkt drum kümmern, weil die Bilder sind teilweise also ein bisschen schlechter wie die ersten von der. Wir haben hier jetzt aber nichts irgendwie an Luftblasen oder so. Das ist ja zum Glück gegossener Kleber, deswegen ist es nicht so schlimm. Der Druck ist ganz in Ordnung, das R ist ein bisschen schwach auf der Brust und das P, aber sonst ist das eigentlich ganz gut zu erkennen alles. Hier haben wir auch einen schönen Farbverlauf. Wir haben hier Color Blocking viel bei dem Bild.
Aber viele Abstufungen. Das gefällt mir. So, dann kommen die letzten zwei Bilder. Einmal dieses Tulpenbild. Ich mag ja Lila so gerne, deswegen hat mich das sehr angesprochen. Das Bild hat 19 Farben. Oh, guckt mal, wie schön. Ich finde, das leuchtet so doll. Dadurch, dass wir einen dunklen Hintergrund haben, finde ich das so cool, wie das leuchtet. Das Bild hat mich auch so angesprochen, weil es, ja, weil es richtig, die Tulpen richtig so, ich sag mal, belichtet aussehen, so richtig angeleuchtet. Hier haben wir noch den Mond im Hintergrund, ganz schön blass. Und der ist so cool umrandet. Das wirkt einfach mega schön. So Tulpen in der Mitternacht. Richtig schön. Hier kann man auch schön Abi-Steine einsetzen. Und hier werde ich auf jeden Fall wieder nachtleuchtende Abi einsetzen. Und dann muss man gucken, wo es leuchtet. Dieses Helle, das auch irgendwie, dass man das schön hervorstechen lässt. Oder halt das Grün, ne? Das wäre auch eine Idee. Da kann man gut rumspielen. Weil es, wie gesagt, auch nicht viele Steine sind, die man dann braucht. Also wir haben jetzt hier wieder kein komplett irgendwie schwarz, sondern wir haben hier ein dunkles und ein dunkelblau, also schwarz und dunkelblau. Wir haben hier viele, viele, viele lila Töne und zwei verschiedene Grüntöne. Huch, Kamera. Hier sieht das so ein bisschen staubig aus oder es kommt nur so vor. Wir haben hier auch wieder Mehrfachaufsetzer mit bei und Zippis und Wachs. Ich möchte euch einmal die Farben auch zeigen. Ich dachte, hier ist ein bisschen staubig. Nee, das sah nur so aus. Also die Steine sind die Farben. Das muss ich euch zeigen, weil die Farben von dem Bild sind so schön. Guckt euch mal das Lila an. Wir haben hier richtig schöne Lila-Ohr und das Pink. Richtig viele Lila- und Pink-Töne. Und das liebe ich ja. Und die Qualität ist bei denen anscheinend so ungefähr gleich alle. Deswegen habe ich euch das nicht gezeigt. Richtig schön. Dafür ist grelle Grün. Ja, drei Grüntöne haben wir, dann haben wir ganz viele Blautöne. Hier Abstufungen, ein Grau. Wir haben die 4, das ist die 310 zweimal. Und nochmal hier diese lila Töne. Ist das nicht Wahnsinn? Richtig schöne lila Töne haben wir hier. Und die Qualität auch bei dem Schwarz ist einfach mega gut. Die glänzen und funkeln. Ich finde ja generell, dass runde Steinchen mehr glänzen als eckige. Ob euch das mal aufgefallen ist, das könnt ihr mir mal gerne sagen. Würde mich mal interessieren, ob ihr das auch so empfindet wie ich, dass die eckigen, dass die runden oft irgendwie mehr glänzen. So, letztes Bild und mit das schönste Bild, wie ich finde, vom Motiv her. 30x40, wieder dieses chinesisch angehauchte, beziehungsweise hier in dem Fall ist es japanisch, chinesisch, oh Gott. Ist es 100%. Wir haben hier so ein Tempel. Wir haben diesen in so einem Kreis den Tempel mit dem Mond im Hintergrund und diese schönen Kirschblüten wieder. Und Wolken und Kirschblüten sozusagen vermischt. Huch, die ist aber sehr dünn, die Folie. Die ist gleich so zerrissen. Wow, richtig schönes Bild, Leute. Ich glaube, das wird auch gut rüberkommen. Das ist ja mal mega schön, oder? Ist halt alles Geschmackssache.
Jetzt auch wieder 30x40. Der Druck ist okay. Die 6 ist ein bisschen schwach. Und das H. Ich habe immer das Gefühl, das sind irgendwie gefühlt immer die gleichen Buchstaben, die so ein bisschen schwach sind. Hier ist das P wieder besser, weil P hier ein lila Ton ist und kein dunkel Braunton. Ja, das H ist nicht so toll. Hier ist das O wieder besser. Also das H ist das Einzige, was mir jetzt hier nicht so gefällt. Und vielleicht noch die 2. Aber sonst ist der Druck gut. Ja, das H ist sehr schwach. Und die 2. Aber sonst guckt mal, wie cool. Genau, hier sind so Wolken zwischen. Und dann haben wir hier aber noch im Kreis die Kirschblüten. Das sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Wir haben hier genau das gleiche. Wir haben hier einmal schmalen Rand und einmal ein bisschen breiteren Rand. Also ein Rand, der fast so als 1 mm nur zu sehen ist. Fast gar nicht. Und dann haben wir hier so ein bisschen breiter. Ja, gefällt mir sehr das Bild. Richtig schön. Auch hier die, ist das als Erde, als Planet oder als Mond. Das sieht einfach mega cool aus. Sehr schön, gefällt mir. Das ist eigentlich, mit meinem Favoritenbild, mit dem anderen Kirschblütenbild. Finde ich einfach richtig, richtig schön. Ist voll mein Geschmack. So, genug gesappelt. Ich zeige euch nochmal die Farben und dann sind wir auch erstmal durch. Wir haben hier trotzdem relativ gedeckte Farben. Wir haben natürlich hier Kirschblüten. Das ist wieder so ein schönes Pink und Rosa. Wir haben hier ein Dunkelblau und so ein schönes Blau. Guckt mal, dieses Türkisblau. Petrol ist das. Das ist ein Petrolblau. Richtig cool. Dann haben wir so ein richtig schönes Himmelblau zweimal. Einmal Türkis und einmal Hellblau. Dunkelblau. Dann haben wir ein ganz, ganz helles Rosa. Ein helles Rosa. Normales Rosa. Dunkelrosa. Pink. Richtig schöne Farben. Viele helle Farben. So, ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das gefallen, dieses, ich sag mal, XL Amazon-Unboxing. Habe ich überhaupt schon mal ein Amazon-Unboxing gemacht an Bildern? Ich glaube nicht, nee. Das ist auch erstmal eine zweite Bestellung, glaube ich, bei Amazon. Hatte ich am Anfang gesagt. Mein allererstes war ein Amazon-Bild. Und ja, die Bilder, ich habe jetzt 8 Bilder für 16 Euro gekriegt. Also, wenn ihr da für schmales Geld kriegt ihr da eine Qualität, die auf jeden Fall in Ordnung ist, dann müsst ihr einfach bei den Motiven mal gucken, ne? Weil das wirkt jetzt so ein bisschen sehr verpixelt, auch von Weitem hier. Wie gesagt, da muss ich das Grün auch rausnehmen. Aber sonst mit diesem fotorealistischen Druck und dies hier gefällt mir richtig gut. Ich werde die verlinken und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und vielleicht könnt ihr einen Schnapper machen, den einen oder anderen. Und ja, viel Spaß beim Shoppen und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und achso, und das letzte Bild, was heute noch kommen soll, das werde ich als Short bei YouTube einen Tag später wahrscheinlich mit reinstellen, ausgepackt und einmal euch einblenden. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss! Hallihallo! Das letzte Bild ist gekommen, das zeige ich euch. Das ist jetzt einen Tag später gekommen als die anderen Bilder. Das war auch sehr günstig für, ich glaube, 2,99 hat es gekostet. Und das ist dieses schöne Herz hier. 30x40. Schaut euch gerne die anderen an auf YouTube.
Das sind alles Schnapper von 1,99 bis 2,99. Und guckt mal, wie cool dieses schöne brennende Herz. Wir haben hier 20 Farben, runde Steine. Oh, wir haben hier auf beiden Seiten eine sehr schmale Kante, Klebefläche. Super, wir haben hier Konfetti A und 8 im Hintergrund, also ein Schwarz und ein 939 und die 803 im Hintergrund. Der Druck ist super gut. Wir haben hier richtig schöne Farben. Bei den Steinen wird es wahrscheinlich etwas schwierig, die nachher als Steine zu erkennen. Hauptsache, man erkennt das Herz, das fand ich mega schön. Genau. Ja, wir haben auf beiden Seiten eine Legende. Wir haben ein Standard-Toolkit mit dabei, ein großes Plättchen und ein Zipbeutel haben wir welche. Und ja, das günstige, aber es ist sehr stabil, das günstige Schiffchen. Wir haben diese schönen Farben in nicht zu kleinen Beuteln. Die finde ich eigentlich ganz gut, die Beutel, die mag ich sehr gerne. Ja, wir haben schöne Farben dabei, viel Blau, aber auch viele schöne Rot-lila Töne. Ja, das war's mit dem Bild. Finde ich auch richtig schön und für 1,99 finde ich, kann man nichts sagen. Und es ist ein Kuhbild. Ich glaube, wir haben sogar hier tatsächlich 30 mal 40. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.